Verwende deine eigene Technik, um dich in einen entspannten Bewusstseinszustand zu bringen. Erkläre deine Absicht, diese Meditation als Werkzeug zu verwenden, um den Planeten in die optimalste Zeitlinie zu verschieben und als Werkzeug, um den Ausbruch der Affenpocken vollständig zu beseitigen. Rufe die violette Flamme aus ihrer primären Quelle an, um während und nach der Meditation einen Schutzkreis um dich zu legen. Bitte sie, alles umzuwandeln, was nicht dem Licht dient. Visualisiere eine Säule aus strahlend weißem Licht, die von der kosmischen Zentralsonne ausgeht
das dann an die Zentralsonnen aller Galaxien in diesem Universum verteilt wird. Stelle dir dann vor, wie dieses Licht durch die galaktische Zentralsonne eintritt und dann durch unsere Galaxie geht. Dann in unser Sonnensystem eintritt und durch alle Wesen des Lichts in unserem Sonnensystem hindurchgeht. Dann durch alle Wesen auf dem Planeten Erde. Und auch durch deinen Körper zum Mittelpunkt der Erde. Visualisiere dieses Licht, das alle verbleibenden Affenpockenviren auf der Erde umwandelt. Dass alle infizierten Gebiete auf dem Planeten desinfiziert
alle Patienten heilt, alle mit dieser Epidemie verbundenen Ängste beseitigt und die Stabilität wiederherstellt. Stelle dir vor, wie sich der Lauf der Ereignisse auf dem Planeten Erde in die positivste mögliche Zeitlinie verschiebt, weg von allen Epidemien, weg von allen Kriegen, weg von aller globalen Herrschaft.
Visualisiere weißes, rosa, blaues und goldenes Licht, das alle Ungleichheiten heilt, alle Armut beseitigt und der ganzen Menschheit Fülle bringt. Visualisiere einen neuen, großen, kosmischen Zyklus des Beginns des Wassermann-Zeitalters, der allen Wesen auf der Erde reines Licht, Liebe und Glück bringt. Göttin will Frieden, und Frieden soll sein.